Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ihr hört es vielleicht schon, unser Hatchimal Glittering Garden Eye ist gerade dabei zu schlüpfen und es versucht, die Schale zu durchbrechen. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein kleines Loch und ich wollte euch auf jeden Fall das nicht vorenthalten, damit ihr das auch mal sehen könnt, wie so ein Hatchimal Ei schlüpft. Ich stelle es mal wieder hin, vielleicht brauchst du ein bisschen Ruhe. Es kam so eine kleine Musik. Ich habe mich jetzt erstmal die ganze Zeit darum gekümmert, habe damit gespielt, habe es gewärmt und hin und wieder auch mal geklopft. Oh! Und da seht ihr es schon. Hier wird die Schale zerbrochen. Ich halte das Ei jetzt mal hier unten fest und reibe es. Damit helfe ich dem Hatchimal beim Schlüpfen. Und da kann man ganz genau sehen, wie der Schnabel so langsam durchkommt. Das ist ja total verrückt. Das wird jetzt eine Zeit lang dauern. Oh. Da hat man schon wieder den Schnabel gesehen. Und es scheint auf jeden Fall so ein lilanes Gefieder zu haben. Passiert ja noch mehr. Man muss wirklich die ganze Zeit das Ei reiben, ansonsten wird das kleine Hatchimal da drin nicht schlüpfen. Ich werde jetzt mal weiter reiben. Hier haben wir auf jeden Fall schon ein richtiges Loch in der Schale. Möchte es jetzt vielleicht gar nicht mehr picken. Ah, doch, es geht schon wieder los. Die Augen leuchten auch in Blau. Und wir können jetzt hier wirklich hautnah dabei sein, wie so ein Hatchimal schlüpft. Da war schon wieder der Schnabel in Türkis. Das Gefieder ist lila. Ich werde jetzt noch mal weiter reiben, so lange, bis die Schale so weit kaputt gegangen ist, dass wir unser Hatchimal aus der Schale befreien können. Jetzt hat unser kleiner Hatchimal schon die komplette obere Schale zerstört und ich glaube, jetzt können wir so langsam die Eierschale von dem Kopf abziehen. Die Augen leuchten ganz blau und es dreht sich in der Schale. Das hier können wir auch rausnehmen. Und jetzt müssen wir wohl einmal kräftig ziehen. Um unser Hatchimal da rauszubekommen. Das klappt noch nicht so richtig. Die Flügel von unserem Hatchimal sind auch noch verklebt. Aber ich glaube, wir haben ein Penguadas bekommen. Oder? Ja. Jetzt haben wir es. Jetzt müssen wir erstmal hier unser Hatchimal aus der Verpackung befreien. Ansonsten kann sich das gar nicht richtig bewegen und wir können uns natürlich auch nicht drum kümmern. Und jetzt ist es auch noch ganz, ganz erschöpft. Und jetzt singt es das Hatchimal-Geburtstagslied, das Hatchi-Geburtstagslied. Och süß.
Und auch die Augen glitzern ganz doll. Hier sieht das eher aus wie Lametta, finde ich. Also das, was hier in dem Gefieder drin ist. Die Augen leuchten jetzt so gelb-orange. Und das heißt, dass unser Hatschimmel ein Bäuerchen machen muss. Tätsche meinen Kopf oder kippe mich nach vorne. Also jede Augenfarbe hat etwas zu bedeuten. Jetzt sind die Augen blau. Das heißt so viel wie mir ist kalt. Und da muss man den Kopf reiben oder auf den Bauch drücken, um das Hatschimmel zu wärmen. Noch ist unser Hatschimmel ein Baby, aber wenn wir uns gut um das Hatschimmel kümmern, dann wird es ein Kleinkind. Und dann sogar ein richtiges Kind. Jetzt sind die Augen wieder so gelblich. Und wieder blau. Also die Stimmung des Hatschimmels verändern sich wirklich ganz, ganz schnell. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn unser Hatschimmel irgendwas Besonderes macht oder auch irgendwas Neues lernt, sich entwickelt, eben alle möglichen Fortschritte macht. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen drücken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!